Ihr seid wieder mit dabei bei Alles für eine Knolle, eine neue Schätzrunde. Diese Episode wird euch präsentiert von der Kartoffelkiste. Am Ende der Folge könnt ihr natürlich wieder 2 Gutscheine gewinnen. Ihr habt nämlich mit abgestimmt, wer gewinnt. Unsere Torhüterrunde heute mit Alexander Sebald. Grüße dich. Hi. Und Elias Bethke. Grüße an dich. Hallo. Ja, heute mal nicht im Tor, sondern hier bei mir und ihr dürft wieder schätzen. Die beiden treten gegeneinander an, die müssen sich gegenseitig überbieten. Ihr kennt das Prinzip und wer am Ende die meisten Punkte abgesahnt hat, der gewinnt. Und ja, damit gewinnt dann auch ihr. Und ich würde jetzt mal fragen, seid ihr bereit? Ja, ja? Klar. Ihr lasst keine Bälle heute durch? Haltet die Bude sauber? Nie, genau. Komm, ein paar Sprüche klopfe ich noch. Nein, Quatsch. Okay, wir starten in Runde 1. Wie viele Welttorhüter könnt ihr innerhalb von 30 Sekunden aufzählen? Alex. 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann würde ich die Zeit starten. Also, Zeit läuft. Oliver Kahn, Iker Casillas, Manuel Neuer, Andi Köpke, Buffon. Peter Cech. Du hast noch ein bisschen Zeit, wenn du noch ein bisschen was drauf haben willst. Ne? Nee. Okay. Dann wird von der Regie abgenickt. Der Punkt geht an Alex. Damit steht es 1-0, aber es ist noch alles drin. Wir starten in Runde 2. Wie viele Torhüter, die im Kader der Bundesligamannschaften stehen, könnt ihr in 30 Sekunden aufzählen? Fangen wir mit 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Okay. 18 in 30 Sekunden. Okay. Okay, das ist eine Herausforderung. Ich starte die Zeit für Elias. Manuel Neuer, Sven Ulreich, Alexander Mayer, Gregor Kobel, Timo Horn, Marvin Schwebe, Manuel Riemann, Köln Castells, Radetzky, Grill, Renault. Müller. 10 Sekunden noch. Zentner. Dahmke. Okay, Zeit ist vorbei. Ja. Schade. Aber 14, du hast 14 zusammenbekommen. Wen gab es noch, der spielt? Sommer. Oh, Sommer. Also Kulaschi. Ja. Hättet ihr euch beide zusammengetan, ne? Ja, hätten wir 30 geschafft. Ja, okay, dann würde ich sagen, steht es jetzt 2-0, aber es ist noch nichts entschieden. Wir haben schließlich noch Runde 3. Wie viele Nachbarländer von Deutschland könnt ihr in 30 Sekunden aufzählen? 3, 5, 6. Höchste? Okay, gut. Zeit läuft irgendwas. Luxemburg, Tschechien, Polen, Schweiz, Österreich und Holland. Mhm. Dänemark gibt es noch. Dänemark auch noch. Okay, dann würde ich sagen, geht dieser Punkt damit an Elias. Also 2-1, Frage 4. Wie viele verschiedene Gemüsesorten könnt ihr in 30 Sekunden aufzählen? 2 fangen wir sich einfach. 5, 6, 7, 8. Mach. Okay. Okay, Elias muss wieder ran. Zeit läuft. Gurke. Karotte, Paprika. Und Paprika. Gemüse isst man nicht so oft. Ach nee, jetzt habe ich aber gefahren, war verdammt. Scheiße. Lange Zeit. Nee, nein. 10 Sekunden Bohnen. Hast du noch? Oh Gott, jetzt komme ich. Oh, nee. Oh, jetzt. Okay, Zeit ist vorbei. Nein. Man möchte so gerne helfen. Oh, da freut sich aber einer. Ja. Das ist ja unglaublich. Okay, es steht 3-1 und ich muss traurigerweise sagen, lieber Elias, du kannst leider nicht mehr aufholen. Hm. Oh, das ist damit so, das geht's ist die Torhüterrunde. Das ist so schlecht. Alex. Da geht einem so viel in den Kopf und dann fällt dann kein Gemüse an. Und wir hatten eine sehr spaßige Folge. Wir hoffen natürlich, ihr auch. Und wenn ihr auf Alex gesetzt habt,
dann habt ihr jetzt 2 Gutscheine gewonnen für die Kartoffelkiste, also wenn ihr benachrichtigt werdet. Und alle, die nicht benachrichtigt werden, die müssen natürlich nicht traurig sein, denn es gibt demnächst wieder eine neue Runde von Alles für eine Knolle. Die Jungs schätzen wieder. Wer zu Gast sein wird, verraten wir euch noch nicht und ihr könnt dann wieder Gutscheine gewinnen.